Herzlich willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest in meinem persönlichen Horror-Level. Schon fast, weil ich damit einfach überhaupt nicht klarkomme. Es ist so kompliziert für mich, da irgendwie umzudenken, das Ganze. Oh nee. Wie so springen? Das war zu wenig weit gesprungen. Liebe Heidi. Komm, wir nehmen die Kugel hier und machen mal das hier kaputt, bevor es uns kaputt macht. So. Scheiße. Ja, und gleich von neu. So. Und sprung. Und durch. Warten, bis das hier funktioniert. Und sprung. Oh ja, ja, danke schön. Das war zu wenig weit gesprungen, glaube ich. Oh, danke schön. So, und du, Vieh, bringst mich jetzt nicht mehr um. Ist geschafft. Leute. Dankeschön. So. Jetzt müssen wir aber wieder da drauf, dass wir hier irgendwie drunter fallen können. So. Oh ne. Oh ne. Oh, was ist denn da unten? Ach du Scheiße. Nicht töten. Das wird sehr dumm. Gut. Ich habe mich aber auch ver... Nein. Gut, das war mein Plan. Nicht. Zwar so durch und dann müssen wir hier irgendwo runter können. Wenn wir jetzt so springen, fallen wir so. Wenn wir so springen. Warte mal. Ich kapiere es gerade nicht so ganz. Ah, doch, ich glaube, ich kapiere es doch. Was? Wieso kann ich hier nicht speichern? Oh, das ist keine Unsafe Zone. Lass mich in Ruhe. Ich hatte doch den Ball in der Hand. Oh, jetzt aber nicht. Shit. Ich hab doch auch hier... Ach ja, genau, da hinten konnte ich ja nicht speichern. So, und durch und loslassen. Und jetzt müssen wir hier irgendwie runterkommen. Ich warte jetzt, bis der andere hier wieder da drüben ist. Und versteck mich jetzt hier. So, dann hätten wir das jetzt auch hier. Endlich den dritten. Dann lassen wir das los und springen hier rauf. Nehmen diese Kugel wieder, warten bis es aufhört und sprung. Weißt du was? Ich spring so runter. Die Kugel nehme ich doch mit. Nicht, dass wir da irgendwie doof landen. So, dann ich glaube ziemlich am Anfang... war auch noch irgendwo was. War, glaube ich, der erste.
Das war nicht schlau. Wie komme ich denn hier jetzt ordentlich runter? Ohne irgendwie daran zu sterben. So, dann. Spring. Ist die Kugel los? So. 3 Jahre später und wir probieren es immer noch. Jetzt. Den einen da unten werden wir wohl noch irgendwie kriegen. Ich weiß nur ehrlich gesagt noch nicht wie. Oh nee, oder? Gut. Sprung. Und Sprung. Und Sprung. Oh, wie sollen wir denn da hochkommen? So, jetzt müssen wir da zu dem Fragment hier unten noch. Das haben wir vergessen jetzt. Nicht reinfallen. Warten, bis das wiederkommt und dann haben wir es. Und uiui, das war eng. Ne, das warten wir ab. Lass mich in Ruhe. Gut. Sprung. Oh. Kann ich die da verwenden? Nein, kann ich nicht. Nein, das war die falsche Richtung. Ah, oh, diese Steuerung. Ich krieg's nicht gebacken. Oh, nee, oder? Und hüpf. Oh, Himmel, Halleluja, Dankeschön. Jetzt müssen wir da nur noch irgendwie hoch. Wieder. Dann haben wir es. So. Ich bin so froh, wenn wir das Level hinter uns haben. Das ist nicht meins. Aber wir haben jetzt unsere 4 Fragmente für die Tür. Und zu denen gehen wir jetzt endlich hin. Oh, das wäre... Oh. Auch fast in die Hose gegangen. So, Und jetzt... Springen wir hier rüber.
Lass die Kugel aus. Dankeschön. Dann. Du lässt mich jetzt auch noch in Ruhe. Leute, wir haben's. Wir haben's. Und ich würde sagen, hiermit beende ich diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!